Hey da Leute und willkommen auf meinem Kanal. Wir kümmern uns jetzt mal wieder um Gwent. Wir spielen das Monsterdeck weiter. Aber ich habe ein paar Änderungen am Monsterdeck vorgenommen und die möchte ich euch gleich vorstellen. Davor, ich habe ein bisschen Gold zusammen. Oder Erz, wie es sich in Gwent nennt. Und ich möchte mit euch einfach mal ein Fass kaufen und gemeinsam aufmachen. Nicht, dass da noch eine goldene drin ist und ich freue mich ganz allein. Ich möchte mich natürlich gemeinsam mit euch freuen, deswegen mache ich ja die ganze Geschichte hier. So, jetzt macht der Troll die ganze Sache erstmal auf. Jetzt gucken wir mal, was wir da so bekommen. Leider alles nichts wirklich Besonderes. Die ganzen Karten habe ich schon. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl zwischen drei anderen Karten. Da sind öfter mal dann auch silberne dabei oder goldene. Ich werde mich hier für den verstärkten Triborg entscheiden, da wir den noch gar nicht haben. Und die anderen jeweils dreimal. Man kann jede Karte dreimal haben. Wenn du mehr als drei hast, werden die... Ja, kannst du die halt eben in... wie heißt das? Malen? Also in Staub verwandeln quasi. No? Okay, dann nehmen wir den Triborg. Haben wir nicht. Dann sieht das wenigstens ein bisschen gelohnt. So, dann gucken wir doch mal in die Karten rein. Ich habe es Monster Control 2 genannt. Sehr einfallsreich, ne? Okay, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Und zwar habe ich Ciri aus so einem ollen Booster gezogen. Und ich dachte mir, die ist ganz nett für ein paar lustige Strategien. Ich werde euch jetzt auch ein paar zeigen, also falls ich die dann von Anfang an auf der Hand habe. Das ist wirklich richtig cool. Und zwar, statt zeigen, ich kann es euch erklären. Und zwar... Wenn wir die erste Runde gewinnen, und das will ich auf jeden Fall, kommen wir dann in die zweite. In der zweiten möchte ich dann Ciri spielen. Und dann später, taktisch passen, wenn wir so richtig, richtig gute Karten haben, er muss mehr haben als wir, also verlieren wir letztendlich die zweite Runde, kommen wir aber zu der dritten und dann kommt sie wieder zurück auf die Hand. Er hat aber dann schon sehr viele Karten ausgegeben. Und wir haben dann sehr gute Chancen, in der dritten Runde, ihm den Strick zuzuziehen. That's Strategy! Hat ziemlich oft geklappt. Ja, richtig cool. Was habe ich noch geändert? Ich habe die ganzen Neblinge raus, diese Einser. Die haben mich so genervt. Ich habe die in der zweiten Runde jedes Mal gezogen. Und da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Gut, die habe ich jetzt rausgetan. Außerdem wurden die ständig getötet, wenn der Nebeleffekt aufgelöst wurde. Sind wirklich gut, keine Frage. Aber ich habe keinen Bock, die im Deck zu haben. Also habe ich Tick, Trick und Track rein. Denn wenn einer von denen beschworen wird, kommen die restlichen auch mit. Ne, die sind... ich wollte schon irgendwas sagen. Aber nee, die kommen halt mit drauf, ne? Und dann haben wir gleich sehr, sehr viel Angriff. So leite ich dann meistens auch die erste Runde ein. Ich möchte die Reiter der wilden Jagd spielen. Und dann einen von den Mans. Und dann haben wir gleich 28 glaube ich sind es, Punkte auf dem Board. Und dann beende ich meistens eigentlich auch schon den Zug. Oder verstärke nochmal mit Schwalbentrank, falls er irgendwelche auslöscht oder sowas. Das sind halt wirklich richtig gute Kombis, wo der Gegner dann meistens auch passt und wir die Runde auch für uns entscheiden können. Ansonsten, wie gehabt, die Kombination hier ist super gut. Der hier, falls es mal brenzlig wird, und Regen haben wir dafür raus. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Und ansonsten haben wir da so ein bisschen Kontrolle. Der Donnertrank ist auch super kombinierbar mit der Reihe oder natürlich denen. Na, von daher optimal. Okay, so viel zu den Änderungen des Decks. Dann würde ich sagen, hüpfen wir doch einfach mal ins Spielchen rein. Und gib ihm. Da sind wir schon. Wir spielen gegen ein Monster-Deck. Also Monster gegen Monster. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir da vorgehen. Das sieht im Allgemeinen schon sehr, sehr gut aus. Was wir hier weniger brauchen werden, werden die Mans sein. Deswegen tauschen wir einen von denen aus und dann den hier. Jetzt haben wir ganz viele goldene und genauso wollen wir das haben. Deswegen beende ich die Sache auch. So, Gold, 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 Gold. Okay, jetzt bin ich am Überlegen.
Er beginnt mit dem ollen Chort. Also mit der Kuh, die so ein Chort auskotzt. Das ist dann so eine Neuner-Kreatur. Ich überlege, wie ich da am besten vorgehe. Wir machen das so. Hauen danach wahrscheinlich unsere ganzen Hexer raus. Ich meine, Monster Decks, die können, also die erzeugen immer ganz gerne viele Wettereffekte, so wie ich das halt immer ständig tue, wie ihr jetzt oft genug gesehen habt. Haben aber weniger Karten, die einen Wettereffekt auflösen. Wenn ich jetzt einen Nebel erzeuge, da freut er sich wahrscheinlich auch noch drüber, weil seine Neblinge, falls er welche im Deck hat, ebenso gerufen werden. Deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Okay, der Typi spielt aber ein Zuchtdeck, was es verraten hat. Diese ganzen Todesröcheln-Karten. Und der Man, der kotzt dann nämlich zwei niedere Golem aus und bei denen ist Zucht möglich. Und kombiniert mit so einer ollen Karte, kann er davon ganz viele Kopien erzeugen. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Wir könnten ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung machen, indem wir den Golem schon mal auslöschen. Was auch gar nicht mal so blöd wäre. Wir killen den schon mal, dadurch werden die Golems ausgekotzt und wir sehen da eben, dass da Zucht möglich ist. Und die will er dann aufbuffen. Und die dann eben, ja, kopieren. Scheinen da viel mehr von denen. Okay, da hat er unsere ausgelöscht. Da müssen wir gegenhalten. Zeitverschwendung, genug. Da spielen wir jetzt Tick, Trick und Track. Hier hätte er es einfach. Hier müsste er eigentlich nur Frost spielen. Und schon wären die alle viel, viel schwächer. Okay, den hat er lieber ausgelöscht. Wir könnten jetzt einen unserer Hexer buffen. Wir könnten einen unserer Hexer buffen. Dann würde er sich da auf jeden Fall schwerer tun. Wovor ich halt mich jetzt ein bisschen fürchte, ist Frost. Wenn er jetzt mit Frost um die Ecke kommt, dann haben wir ein Problemchen, ne? Wir könnten aber auch Ciri spielen. Nee, wir buffen ihn. Ich meine, den Trank habe ich extra für die Hexer mitgenommen, deswegen wäre es ja Quatsch, den nicht zu benutzen. Okay, da hat er einen super Konter dagegen und hat die Karte einfach mal, also die stärkste, auf dem Board ausgelöscht. Ja, das ist schon mal gut für ihn. Wir könnten jetzt Ciri spielen, unseren Vorsprung ausarbeiten. Da lach ich doch. Und falls er doch noch die Runde gewinnen sollte, bekommen wir sie auf die Hand. Falls nicht, bleibt einmal der Vesemir übrig. Das ist dann schon mal richtig cool. Und die geht dann halt kapeist, aber wir haben wenigstens dann die Runde gewonnen. Das wäre dann schon mal ganz cool. Achso, da hat er diesen Ghoul gespielt. Der absorbiert irgendeine Kreatur auf dem Friedhof und fügt sich eben seine Stärke, verleibt sich seine Stärke. Wir könnten jetzt passen und die ganze Sache mal abwarten. Ich passe. Wir hätten in jeglicher Hinsicht irgendeinen Vorteil daraus gezogen. Einmal, dass Vesemir übrig bleibt. Und zum Zweiten, dass wenn er jetzt gewinnt, was er jetzt auch macht,
wir die Ziele zurückbekommen. Okay, einmal Ziele zurück und Wesemir bleibt übrig. Damit können wir das gleich mal, ja, bei ihm bleibt einer von den Zuchtkreaturen übrig. Und da kotzt er auch schon diesen Chort aus. So, wir haben, und das finde ich jetzt ganz, ganz toll, die Neblinge gezogen. Die können wir jetzt zusammen in Kombination mit dem Waldstrat spielen. Was ich jetzt auch machen werde. Bam, bam. So, er wird auf 1 verringert. Und wir können jetzt Step by Step die alten Neblinge spielen, die dann jedes Mal vom Nebel gebufft werden. Jedes Mal, wenn wir zu Beginn des Zuges, also wenn wir mit dem Zug beginnen, bekommen die 1 dazu an Stärke. Das Gute ist, er hat deutlich weniger Karten als wir. Das feiere ich dann schon extrem. Wir könnten jetzt zum Beispiel diese Wölfe verstärken, indem wir das hier spielen, der Donnertrank. Damit würden die 4 mehr bekommen. Das wäre richtig, richtig praktisch. Aber er müsste da eigentlich nur mit Frost um die Ecke kommen, dann hätte er die ganze Sache auch schon erledigt. Was ich aber nicht machen möchte noch. Aber es scheint mir nicht so, als hätte er Frost. Sonst würde die nicht so stark machen. Also wäre das eigentlich gar nicht so dumm. Aber vorerst möchte ich erstmal die Neblinge spielen. Okay, er passt. Damit geht die zweite Runde an uns. Wir haben zum Glück noch einen Nebel für den anderen Nebling. So, jetzt entscheidet sich die ganze Sache in der dritten Runde. Jetzt bin ich gespannt, was von meinen Kreaturen übrig bleibt. Okay, der Nebling, das ist sehr, sehr gut. Den können wir dann gleich weiterhin buffen. Das ist sehr, sehr gut. So, buffen wir ihn doch mal direkt. Dann bekommt er immer weiter Punkte, wenn wir dran sind. Dann spiele ich in der nächsten Runde den anderen Nebling. Den hier können wir mit Frost schwächen. Ist schon mal gut. Spielen wir aus. Und hier könnten wir dann den Donnertrank benutzen. Und die würden um 4 verstärkt werden, beide. Hätte ich jetzt nur verbrennen. Oh, das wäre so toll. So, den Wettereffekt, den nutze ich ganz zum Schluss. Ich spiele erstmal Ciri aus. Das spart Zeit. Da hat er den Manticore. Der wird ihm jetzt aber auch nicht so viel helfen. Gut, Geralt als nächstes. Ich hasse Portale. Und jetzt bin ich auf seine letzte Karte gespannt. Na naja, okay, das spielt erstmal den Iridin aus. Das ist übrigens der Effekt von den Mans, also von dem Helden jetzt. Er spielt sich selber aufs Feld. Dann machen wir doch das Gleiche. Spielen wir auch unseren Eredin. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Oh, habe ich mir schon gedacht, dass er das am Start hat. Das ist wirklich sehr, sehr gut für ihn. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das, ob uns das nicht das Genick bricht. Wir dürften es aber schaffen, da unsere Kreaturen hier immer weiterhin gebufft werden. Darauf habe ich ja aber gewartet. Wir können den hier auslöschen, der wird nochmal um 2 gebufft. Jetzt sind wir schon bei, im Prinzip haben wir da eigentlich schon gewonnen. Jetzt können wir die noch hochbuffen und der Gegner hat abgebrochen. Tada! Ah, cool, ich freue mich. Jetzt gucken wir mal, was wir als Kriegsbeute bekommen.
So, da erreichen wir ein Fragezeichen. Wir bekommen 15 Erz und 5 Crabs, weil der uns auch ein gutes Spiel gedankt hat. Also, gedankt hat. Ja, doch, gedankt hat. So, und dann erreichen wir noch ganz viele Fragezeichen. Wie ihr seht, das ist doch schon mal richtig, richtig cool. Okay, dann würde ich sagen, springen wir doch mal direkt ins zweite. Du hast das Herz eines Ankret. Da wären wir auch schon. Esse, so, gegen die Ankret haben wir schon lange nicht mehr gekämpft. Leider haben wir nicht zu Beginn einen Hexer auf der Hand. Das möchte ich aber ändern. Dann haben wir Nebling. Also Neblinge haben wir ganz viel. Der bringt gegen die ganzen Ankreten nicht sehr viel. Okay. Und dann tauschen wir den auch noch aus. Da haben wir leider Pech gehabt. Jetzt haben wir zwei von den Mans. Das ist sehr kontraproduktiv gerade. Das ist wirklich sehr kontraproduktiv. Okay, das Cleverste, was wir jetzt eigentlich machen könnten, werden unseren Nebling aufzubauen und versuchen damit das Ding zu reißen. Das wäre das Cleverste wahrscheinlich. Okay, versuchen wir es. Was will denn der hier? Okay, den töten wir direkt. Wenn er sich schon anbietet, machen wir das doch. Es geht nicht über einen Raubzug im Frühling. Okay, der Gegner spielt höchstwahrscheinlich wieder so ein Todesröcheln-Deck. Das sind wirklich sehr, sehr starke Decks. Okay, wir haben den Nebel jetzt rausgehauen. Jetzt bekommt er pro Beginn unseres Zuges eins dazu. Jetzt geht's schon los. Der macht sich wieder Millionen von Karten. Das ist ein unheimlich starkes Deck. Das ist unheimlich, unheimlich stark. Okay, wir spielen unseren zweiten Nebel. Also für die Ankret ist die erste Runde meistens immer nur Vorbereitung. Die versuchen, so ihre Schlüsselkarten wie den hier auf den Friedhof zu bekommen und die dann in der zweiten Runde raufzubeschwören. Okay. Der dritte Nebling. Gelobt seien die Tapfersten. Okay, da haut er sie raus. Am laufenden Band. Was könnten wir tun? Den möchte ich mir auf jeden Fall für die zweite Runde aufsparen. Auch wenn wir jetzt sehr viel gut machen könnten, habe ich das nicht vor. Die Reiter der wilden Jagd. Nee, Leute, ich passe. Ich passe. Unsere drei werden ja noch großzügig gebufft. Da muss er erstmal glotzen, dass er da mehr aufbauen kann. Wenn er das überhaupt macht. In der Pause. Bis der überlegt, erkläre ich mal. Oh nein! Er hat den Nebel entfernt. Damit werden unsere Kreaturen nicht mehr gebufft. Aber das ist schon mal sehr gut, dass der blaue Himmel, also die Wetterkarte, weg ist. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Dann hält er uns auch mit dem Frost nicht wirklich auf. Und das ist gut. So, jetzt hat er unsere Kreaturen um zwei verringert. Und da kann er natürlich aufholen. Okay, die erste Runde geht an ihn. Jedoch hat er sehr viele Karten ausgespielt. Dadurch haben wir deutlich mehr als er. Das ist schon sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Okay, und einer von unseren Kreaturen bleibt übrig. Damit haben wir direkt was auf der auf dem Board. Okay, der kommt direkt mit Ciri. Und wir könnten direkt mit denen hier kommen.
Götter sich umtreiben. So, er zieht zwei Karten und muss zwei dafür abwerfen. Der ist sehr, sehr mächtig. Den habe ich aber auch. Okay. Jetzt spielen wir den letzten der Bande. Du stehst vor der Königin von Skellige. Okay. Sieht aber trotzdem ganz gut aus, dass wir die Runde für uns entscheiden. Der hat uns ja jetzt die Birna Bran gegeben. Ziehe vier Karten, behalte eine und wirf die übrigen ab. Sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Wir können da nicht viel machen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, ist die Ciri zu spielen. Oder den Man. Da müsste ich aber eine von meinen Kreaturen, glaube ich, schwächen. Da ich jetzt kein großes Angriffsziel habe. Okay. Nee, muss ich nicht. Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt müsste ich den Effekt auf irgendeinen von meinen einsetzen. So, mal gucken, was er macht. Der hat eine Spezialfähigkeit, und zwar generiert er zwei Ankret-Krieger. Die haben jeweils 5-5. Er beendet seinen Zug, das ist sehr, sehr gut. Dann können wir da in der nächsten Runde den Sack zumachen. Ich meine, wir haben deutlich mehr Karten als er. Und unsere Karten sind auch noch dazu sehr, sehr stark. Okay, er hat die Sache gewonnen. Ne, er hat die Sache verloren. Dadurch kommt Ciri bei ihm auf die Hand. Und jetzt sieht die Sache wieder ganz anders aus, nicht wahr? Oh yay! Guck mal, was wir gezogen haben. Wir haben Vesemir und sowas gezogen. Jedoch, es ist ja ganz nett. Aber nicht so die tollste Kombination mit Garantier. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann bringen mir die da jetzt gerade nicht so viel. Was wäre die klügere Variante? Die klügere Variante ist es erstmal, die hier zu spielen. Genug geschwätzt. Und zu gucken, was er macht. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist der hier wichtiger. Weil wenn er seine Mans hier spielt, müssen wir einfach die schwächen. Müssen einfach. Dann spielen wir erstmal den Eredin. Jetzt konnte er, weil ich noch, was die Karten betrifft, so ein bisschen aufholen. Ich fasse es nicht. Jetzt konnte er wieder irgendwas ziehen. Ziehe eine Karte, wirf eine zufällige ausgewählte Nicht-Gold-Karte aus deinem Deck ab. Der ist heftig. Aber dafür haben wir dann wieder 10. Das gibt uns dann schon einen großen Vorteil. Die Karte ist schon sehr zwiegespalten. Dum, 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 dum. Okay. Wir spielen Vesemir. Ja, wir spielen Vesemir. Wir haben jetzt sowieso keine große Wahl. Der spielt ja keine Karte, die man zerstören kann. Das ist ein bisschen nervig. Vielleicht spielt er jetzt mal welche. Jawohl, die können wir wenigstens zerstören. Ich bin gespannt, was er aussucht. Verlass dich auf mich. Okay, der zieht wieder Karten nach. Der Typ, ey. Der hält Wallig noch gegen, ne? Also dieses gellige Deck ist unfassbar stark. Wirklich unfassbar stark. Also was hat er jetzt gemacht? Ziehe eine Karte, wirf eine Karte ab. Die killen wir jetzt erstmal. Das wären genau 6. Jetzt muss er trotzdem ranglotzen, damit er das hier überhaupt schafft. Ich meine, wir haben damit schon eine sehr, sehr hohe Punktzahlen. Bräuchten wir den gar nicht zu spielen. So, dann spielen wir noch den Riesen. Und dann sieht die Sache eigentlich schon ganz gut aus.
kann mir nicht vorstellen, dass mit einer Karte das alles reißt. Deswegen werden wir die nicht spielen. Wir haben ja noch genug. Deswegen passen. Jetzt bin ich gespannt. Er verringert alle um 2. Reicht aber trotzdem nicht. Das heißt, wir haben das Ding für uns entschieden. Jawohl. Ja, richtig cool. Richtig cool haben wir das Ding gerissen. Leute, haben wir das Ding gerissen. Ja. Perfekt, jetzt bekommen wir noch unsere Kriegsbeute. Jetzt erreichen wir wieder so ein neues Fragezeichen, haben 15 Crabs, also bald kann ich mir wieder eine Karte leisten. So ein paar Silberkarten und dann kann ich endlich ein richtig, richtig, richtig krasses Deck erstellen, wo wir auch wieder ganz viel Spaß damit haben werden. Okay, Leute. Guckt euch die anderen Videos an, die ich jetzt hier im Endscreen, ja, nennt man das nochmal so? Ich hab schon ganz vergessen, im Endscreen verlinkt habe. Da müsste einmal das Tutorial sein und einmal der Guide zu diesem Deck. Guckt einfach mal rein, dann würdet ihr das Deck oder die Strategien, die Taktiken da auch auf jeden Fall besser verstehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mich mega um ein Abo freuen. Ansonsten auf Wiedersehen. Ciao, ciao.